willkommen zu BMW Today. Mein Name ist Edi Weirater, ich bin Trainer und Instruktor bei der BMW Driving Experience und heute geht es um BMW Classic Cars. Bei mir ist heute Benny Voss, der Pressesprecher von der BMW Group Classic. Servus Benny. Grüß dich, hi Edi. Benny, ich freue mich schon auf die Überraschungen des heutigen Tages. Ja, ich habe da ein bisschen mal was vorbereitet. Wir gehen ja später noch in unsere Sammlung. Hier gerade sind wir in der Werkstatt, da wurden Autos vorbereitet. Und wir gehen jetzt so in das Allerheiligste, in unsere Sammlungshalle. Und dann zeige ich dir mal so ein paar richtig schöne Schätzchen. Das wirst du noch brauchen. Und es hat nichts mit Chauffeurs zu tun, sondern du wirst es dann sehen. Ich lasse mich überraschen. Benny, hammermäßige Fahrzeuge, diese 507er Baureihe hier. Ja. Sicherlich ein Highlight von BMW hier drin, oder? Tatsächlich, ja. Und auch gerade, dass hier drei stehen, ist natürlich schon eine Menge, weil das ist jetzt schon über 1% des gesamten Produktionsvolumens tatsächlich. Über 1%? Wie viel gibt's? 251. 251. Jetzt nehme ich mal den hier, dass du mir erzählst. Das ist ein ganz besonderes Ding. Rausschieben? Sicher. Genau, das Auto gehörte Elvis Presley. Elvis Presley. Und zwar hat Elvis das Auto in der Nähe von Frankfurt gekauft, damals als er als amerikanischer Soldat in Deutschland stationiert war. Und das ist eben das Auto, was dann lange in Amerika war und wir es tatsächlich zurückbekommen haben. Wie kommt man an so ein Fahrzeug? Die entscheidende Rolle spielt eine amerikanische Redakteurin, die Jackie Geray. Die hat verschiedene Artikel geschrieben und ist über dieses Auto gestolpert bei einem Sammler in Kalifornien. Wir haben dann einen Versicherungsschein gefunden mit der Fahrgestellnummer und der Unterschrift von Elvis Presley. Und dann war man sicher, dass es das Auto ist. Recherchiert ihr die Historie von dem? Der Elvis hat das Auto so bekommen, wie es war, in weiß. Und dann gibt es eben die Legende, dass er jeden Morgen raus ist und in die Kaserne fahren wollte. Und es standen überall mit Lippenstift Nachrichten drauf. Telefonnummern, Elvis, ruf mich an, Elvis, I love you. Und daraufhin ist er dann dazu gegangen und hat gesagt, okay, ich mache das Auto jetzt rot, dann kann man nicht mehr draufschreiben und ich habe meine Ruhe. Hör mal, lass uns mal zum nächsten Highlight gehen. Du hast sicherlich noch einige auf der Pfanne. Ja, es gibt hier noch ein bisschen was zu gucken, auf jeden Fall. Benny, wieso hast du denn den 7er rausgestellt? Ja, es ist kein ganz gewöhnlicher 7er. Das sieht man jetzt so von vorne vielleicht nicht, aber ich zeig dir aber, warum das alles andere als normal ist. Dazu müssen wir nur mal ganz kurz. Ich mach auf, du zählst. Okay. Ja. 1, 2, 3, 4, 8. 8 mal 2. 16 Zylinder. Das ist ein V16, genau. Das ist ein Einzelstück. Da hat man mal probiert, was denn so möglich ist. Was so möglich ist? Was hat der Leistung? Der hat über 400 PS. Über 400 PS, ja. Im 7er. Das ist ja echt krass. Ein Einzelstück. Absolutes Einzelstück. Man hat einfach mal gesagt, man hatte gerade den 12-Zylinder auf den Markt gebracht. Und er hat gesagt, mal gucken, ob 16 Zylinder auch Sinn macht. Deswegen versuchen wir es einfach mal. Der Chef der Motorenentwicklung hat seinen 12-Zylinder-Spezialisten angerufen und hat gesagt, Herr Fischer, bauen Sie mir einen 16-Zylinder. Das war im Sommer 87. Und der meinte, wenn Sie mir ein bisschen Geld geben, zwei V12-Motoren und Zeit bis Weihnachten, dann liegt er unter Ihrem Baum. Und er hat gehalten, er hat Wort gehalten, das Ding lief tatsächlich an Weihnachten. Sehr cool. Jetzt sehe ich hier vorne ja überhaupt keinen einzigen Kühler. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum wir jetzt unbedingt ans Heck gehen müssen. Genau, da können wir gleich mal hingucken, weil hier vorne war kein Platz mehr. Und deswegen hat man die Kühler tatsächlich nach hinten in den Kofferraum gesetzt. Es störte ein wenig die Linie. Ne, von der 7 hat ja eine ganz tolle Form gehabt. Und dann musste man eben hier diese Lufteinlässe, diese Pausbacken reinbauen. Edi, ich lasse dir gerne den Vortritt. Mach gerne mal die Heckklappe auf. Dann siehst du, dass also Platz für Gepäck ist nicht mehr viel. Weil links ein Kühler, rechts ein Kühler, dazwischen ziemlich viele Rohre, die ja dann einmal komplett durchs Auto mussten. Aber ja, wie gesagt, für ein Entwicklungsfahrzeug ist es relativ egal. Wollte ich gerade sagen, die mussten ja nichts mitnehmen. Leistung war die Ansage, sonst nichts. Es war noch Platz für ein Ersatzrad, das war tatsächlich noch hier und dann war es nicht mehr viel. Mit Golfschlägern oder Golf. Nee, 7er Limousine ohne Golfschläger. Und übrigens, aber dafür mit fancy Luftauslässen, die es dann so auch sonst nie wieder gab. Was cool ist, ich habe gesehen, das war sogar ein Handschalter. Ja, das war ein 6-Gang-Handschalter. Das Getriebe war aus dem 8er tatsächlich irgendwie. Wahnsinn. Ja. Show me more, Benny. Sehr gerne, wir haben noch einiges. Komm. Hier steht coole BMW Motorsportgeschichte, Benny. Ja? Ja, so ein paar Ikonen, gerade so 70er Jahre extrem. Aber ich glaube, wir bleiben heute mal bei dem hier. Bei der Formel 1 BMW. Und das ist das Weltmeisterauto? Das ist der BT52. Mit genau dem Auto ist der Nelson Piquet in Kialami in Südafrika damals über die Ziellinie gefahren und war dann Weltmeister. Also das ist wirklich das Weltmeisterauto 83.
Fährt übrigens. Der Motor ist brandneu, revidiert. Hier steht Marc Surer. Der Marc hat das Ding letzten Herbst den Rollout gehabt, hat alles getestet, ist ausgestiegen, hat gesagt, macht immer noch Spaß, hat Leistung. Wheelspin im dritten Gang ohne Ende. Hör mal, über diesen BMW-Motor gibt es ja riesen Stories. Da hieß es damals, der ist da als 1500er in der Serie mit 100 PS. Hier hat er 1500 PS. Was ist da Wahres dran? Ja, also 1000 PS ist schon, das stimmt schon. Es war natürlich immer nach, was man gerade brauchte. Also im Rennen sind sie natürlich nicht immer über 1000 PS gefahren. Aber es gab fürs Qualifying, dann hat man einen neuen Motor reingesetzt, dann ist man eine Runde Qualifying gefahren, dann wurde der Motor getauscht und dann liefen die am Ende mit bis zu 1400 PS. Da muss der heute ja wesentlich länger halten. Hör mal, das Aerodynamik-Thema und das ganze Auto ist hier ja krass reduziert zu heutigen Fahrzeugen. Ja, also für mich ist nach wie vor immer noch eins der schönsten Formel-1-Autos, wenn man so von der Form geht. Man hat schon die Flügel, klar, aber das ist alles so sehr pfeilförmig. Es gibt wirklich auch nur so ein Stockwerk am vorderen Flügel. Die ganze Linienfirma ist sehr schmal, kompakt und da einfach super. Echt sehr schön. Ich habe mal einen Rennfahrer sagen hören, die Zeit damals war tatsächlich wie auf einer Raketenkugel. Das ganze Auto besteht eigentlich nur aus Motor. Ja, also wie gesagt, wir hatten gerade über die Leistung gesprochen. Das Auto ist leichter als ein aktuelles Formel-1-Auto, hat aber jetzt schon die Leistungsdaten damals gehabt, die man heute fährt. Ja, Fahrwerk war natürlich noch nicht so ausgereift wie heute, also kann man sich schon vorstellen, so die Kanonenkugel ist da nicht so weit hergeholt. Der hatte aber schon ein Carbon. Der hat einen Carbon-Monocoque, das sieht man auch. Aber ansonsten, wenn man in den Innenraum guckt, ist noch alles sehr, sehr analog. Ne? Also ein Lenkrad ohne Knöpfe, ein Lenkrad ohne Pedals. Daneben ist die Haarschaltung. Und das war noch ein bisschen andere Zeit. Das war auch so eine ganz interessante Zeit. Eben Turbomotoren fingen an, die Motorelektronik fing an. Aber natürlich noch ein weiter Weg bis das zu dem, was man heute kennt. Was für ein Gerät. Wie sieht's aus? Hast du noch mehr Highlights hier? Ja, wir können noch mal nach ein paar Prototypen gucken. Das ist eine gute Idee. Ja. Benni, was ist das für ein verrückter Prototyp hier? Das ist der BMW 2800 GTS Frua. Frua nach seinem Designer. Das war ein Vorschlag. Also das Auto hat nicht BMW gebaut, sondern Pietro Frua war ein italienischer Designer, der viel mit Glas zusammengearbeitet hat damals. Und dann war es damals üblich, dass man sich einen BMW nimmt, eine Basis, und daraufhin ein Modell baut, um das dann dem Hersteller zu zeigen und ihm anzubieten, hey, wie wär's denn damit? Aus welchem Jahr ist der? Der ist von 1969. Und wir haben das Auto eben letztes Jahr fertig restauriert. Wir haben das seit einiger Zeit schon in die Sammlung bekommen. Und ist einer der letzten fertig gewordenen Fahrzeuge, die wir bei uns hier in der Sammlung haben. Und was ganz Besonderes, weil man es so selten oder noch nie gesehen hat. Als wir das Auto bekommen haben, war es rotbraun. Und wir wollten natürlich die Originalfarbe haben. Wir hatten auch alte Farbfotos, aber mal draußen, mal auf dem Messestand. Dann haben wir Glück gehabt und haben, als wir den Tankdeckel abgeschraubt haben, war hinterm Scharnier so ein ganz kleiner grüner Fleck noch übrig. Und da geht es dann los. Dann macht man eine Farbanalyse, eine optische Analyse mit diversen Messgeräten. Und dann fängt man an, die Farbe anzumischen. Und so haben wir es bei dem gemacht und haben die Farben dann gegenüber alten Farben hingestellt und haben geguckt, was denn passt. Und so ganz passend tut es bei keiner. Deswegen gibt es jetzt auch keinen speziellen Namen. Benni, hinter mir steht ja auch eine Designstudie. Wie heißt die denn? Das ist der Garmisch tatsächlich. Interessanter Name. Auch eine Studie, auch italienisches Design, allerdings jetzt aus dem Hause Bertone. Und Designer war damals Marcello Gandini. Das Auto wurde 1970 das erste Mal vorgestellt in Genf von Bertone eben als Vorschlag für BMW. Man hatte sich dann darauf geeinigt, dass das Auto nach München geht danach, und auf dem Weg dahin irgendwo ist es verschollen. Dann hatten wir dann im letzten Jahr angefangen, das Auto wieder komplett nachzubauen. Mega. Wo geht's jetzt hin? Wir können mal wieder noch in die Richtung gucken. Da stehen nämlich noch so ein paar Ikonen von uns. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Benni, ganz zum Schluss gibt es noch ein Highlight. Bin mir sicher, ihr habt den schon erkannt. Das ist ein Klassiker, mein Traumauto aus meiner Jugend, der BMW M3. Wie kam es zu dem? Ja, es ist ja tatsächlich der allererste M3. Mit dem ging es los. Und der Grund war der Motorsport. Also man brauchte, um das Auto im Motorsport zu bewegen, Homologationsfahrzeuge. 5000 Stück mussten gebaut werden in einem Jahr. Und daraufhin entstand eben der M3, den man schon auch so gebaut hat, dass es danach auch ein gutes Auto für den Rennsport wird. Also es ist wirklich für die Rennstrecke gebaut worden und dann für die Straße domestiziert, sagen wir es mal so. Das ist der Gründer der M3-Geschichte. Und er war oder ist ein mega erfolgreiches Rennsportfahrzeug. Ja.
Ne? Also man hat 5000 gebaut, um in Rennsport zu fahren. Tatsächlich wurde es dann viel mehr verkauft. Also bis zum Ende der Produktion wurden über 17.000 Stück verkauft. Also es war auch, was die Stückzahl angeht, ein großer Erfolg. Oft wird ja in den Foren diskutiert, BMW Vierzylinder, boah, geht gar nicht, ist schon eine Weile her. Nicht jeder weiß, dass oder der erste M3 hatte einen Vierzylinder. Genau. Also es ist nicht irgendwie festgetackert auf irgendwie den Sechszylinder. Das war der Vierzylinder, das war damals das Mittel der Wahl, der S14-Motor. Dann ging es weiter mit 36, 46 mit dem Sechszylinder, dann die E90, 91 Modelle mit dem Achtzylinder. Jetzt sind wir wieder bei Sechszylinder. So einfach geht's. Damals war es noch ein Hochdrehzahlkonzept. Der Vierzylinder hatte, glaube ich, 195 PS. Genau, als 2,3 Liter am Anfang. Es ging dann ja weiter hoch bis über 230. Hat dieses Fahrzeug zufällig auch eine besondere Geschichte, wie deine anderen Schmuckstücke hier? Also die Geschichte von dem Auto ist, dass der immer gern genommen wird. Er hat eine Zulassung, man sieht es, er ist immer wieder unterwegs, gibt schon in verschiedensten Testberichten oder auf Videos und so. Oft, wenn man das sieht, dann sieht man den MST 6505. Das ist eben das Auto, das ist quasi bekannt aus Funk und Fernsehen. Das ist die Geschichte zu dem Auto. Hier könnte man ewig bleiben. Jedes Auto kann eine Geschichte erzählen und keiner kann es so gut erzählen wie du. Ja, danke. Aber es gibt tatsächlich auch noch viele andere Geschichten. Und wer noch Interesse hat, es gibt den YouTube-Channel von der BMW Group Classic. Einfach mal reinschauen, da gibt es viele Videos zu dem Auto, zu anderen Autos aus unseren Sammlungen, zu Events. Macht richtig Laune, da mal reinzugucken und gibt es noch viel mehr Informationen, als das wir jetzt heute in der Zeit zeigen konnten. Ja. Benny, vielen Dank für die Führung. Schön, dass ihr dabei wart bei BMW Today. Dieses Mal aus der BMW Group Classic mit einem mit unfassbaren Schätzen. Wir haben euch 4, 5 vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, entsprechend wieder unten einfach mal liken, Kommentar abgeben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.